Und Frankreich macht das ein bisschen anders. Die wollen wieder neue Reaktoren bauen. Was ist denn jetzt der richtige Weg in Ihren Augen? Ja, da gibt es ja richtig und falsch nicht. Also Frankreich hat ein ganz anderes Problem als Deutschland. Deutschland hat jetzt noch 10% Atomkraft und die werden Ende des Jahres abgeschaltet. Das Bayern am meisten betroffen, aber insgesamt 10% am Strommarkt ist jetzt nicht die Welt. Frankreich hat 70% Strom aus Kernkraftwerken. Die können nicht so schnell aussteigen. Dann könnten sie höchstens Kohlekraftwerke bauen, weil so schnell erneuerbare Energien schaffen wir ja auch nicht. Also das wird in Deutschland passieren. Frankreich hat eine ganz andere Situation. Und jetzt diese Nachhaltigkeitsdebatte, naja, also man kann entweder CO2 emittieren oder radioaktiven Abfall, ist beides nicht so nachhaltig. Und der Übergang zu erneuerbaren Energien, das ist halt, dauert eine Weile, ist kostspielig. Aber was da jetzt richtig oder falsch ist, da will ich mich mal zurückhalten. Also für die Franzosen gibt es ganz kurzfristig gar nicht so einen einfachen Weg, da auszusteigen. Es ist viel leichter, aus 10% auszusteigen für Deutschland als aus 70%. Klingt einleuchtend, das stimmt. Herr Lutz, Sie haben es eben schon mal angeteased, sagt man im Fernsehen. Die EU-Kommission hat ja jetzt gerade aktuell Atomkraft und Gas als nachhaltig eingestuft. Wie sehen Sie das denn? Jetzt, ich meine, Frau Klimt hat es ja angesprochen, es gibt kein richtig, kein falsch. Fakt ist jedenfalls, Atomenergie sicher nicht so nachhaltig wie wir uns das nach ESG-Kriterien in Deutschland schön zurechtlegen, sondern Frankreich hängt davon ab, das ist völlig, völlig richtig. Wir sind ja auch nebenbei bemerkt in Frankreich engagiert und die Projekte, die wir dort machen, sind nett, aber es gibt auch sozusagen nicht den politischen Nährboden dafür, jetzt Atomkraft einfach abzuschalten, wie bei uns. Diese gesellschaftspolitische Diskussion hat es in Frankreich in der Radikalität und Härte nicht gegeben wie in Deutschland. Also die Einstufung, und da beißt die Maus keinen Faden ab, die Einstufung von Atom und Gas als sustainable im Sinne der Taxonomie und damit aber auch für die Sustainable Finance Regulation der Europäischen Union ist doch ein Deal und sonst nichts. Es ist ja absurd, jetzt drüber zu philosophieren. Ist es jetzt nachhaltig und nicht nachhaltig? Es ist halt so. Ja, die Frage ist nur, was heißt das eigentlich? Und worüber ich mich aufrege, und ich werde dafür mittlerweile heftig kritisiert, ist mir aber wurscht, weil ich bin halt so, wie ich bin, und wenn es nicht passt, dann muss ich nicht zuhören. Aber eins ist völlig klar, die Taxonomie jetzt der Europäischen Union vergisst wesentliche Bereiche, hat sie nicht berücksichtigt, obwohl sie klar sustainable sind, wie zum Beispiel der Handel, die Distribution insgesamt. Und da ganz besonders das, was sich mit erneuerbaren Energien beschäftigen. Ich frage mich, wie soll die Finanzierung in der Zukunft sichergestellt werden im Hinblick auf zum Beispiel den Import, und es geht nur um Import von Solarmodulen, dass wir hier unsere Energiewende schön weiter managen können, wenn das Ganze nicht als nachhaltig klassifiziert wird. Und was mich sehr irritiert hat, war das Interview von der Frau von der Leyen letzte Woche in der Zeit, wo sie gesagt hat, sie versteht diese ganzen Aufregungen nicht. Ich meine, wir haben unsere Punkte in Brüssel ja auch platziert. Sie versteht diese Aufregung nicht, denn das ist doch nur sowas wie ein Ratgeber für Investoren, wenn sie in grüne Produkte der Banken investieren wollen. Also da geht es um die ETFs. Das ist richtig. Das war ursprünglich mal die Idee. Aber mittlerweile haben wir ein Konvolut von 600, über 600 Seiten zum Thema Taxonomie. Und das, was entsprechend eingestuft wird, werden soll oder wie auch immer, mit unmittelbarer Auswirkung für die Finanzierung gerade auch der mittelständischen Industrie und der mittelständischen Wirtschaft. Und da stellt sich die Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hin und erzählt uns, ja, das ist ja alles rechtlich nicht ganz so verbindlich. Das ist einfach falsch, weil die Banken sich danach nicht nur orientieren, sondern die Banken haben sowohl von der BaFin als auch von der EZB die Vorgabe, sich entsprechend zu positionieren. Und wenn ich sehe, dass also dieses EU-Regelwerk, das ist ja nicht nur die Taxonomie, es ist der Green Deal insgesamt, Sustainable Finance Regulation, das Zusammenwirken mit der EZB, die Vorgaben an die Banken, zum Teil der vorauseilende Gehorsam von Banken, was künftig noch finanziert wird an Geschäftsmodellen und was nicht mehr. Wenn man dieses gesamte Bild sieht, dann verstehe ich mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer, die mittlerweile völlig ratlos sind, weil auch die Sparkasse, die Volksbank und die Raiffeisenbank, die kleinen Banken kommen und sagen, ja, sind denn eure Geschäftsmodelle entsprechend der Taxonomie der EU überhaupt finanzierbar, ohne dass man im Detail genau weiß, worum es geht.
Ich halte das für völlig irrsinnig. Wir sind auf dem Weg in die Staatswirtschaft, wir sind auf dem Weg in eine Planwirtschaft, Planification, sowas Ähnliches gibt es in Frankreich. Und wir kommen immer noch von einer von mir als nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft. Das war das Erfolgsmodell Deutschlands. Wir sind gerade dabei, das wirklich dramatisch in Gefahr zu begeben. Wir merken schon, in Ihnen brodelt es, Herr Lutz. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Streibel, bei dem Thema? Naja, es brodelt natürlich auch so etwas, also weil es hier es letztlich ja auch ans Eingemachte geht. Also es geht letztlich um, ich habe es ja vorher schon gesagt, also um den die Zukunft und den Wohlstand von unserem Land. Und da müssen wir eben diese Energiefragen lösen. Und ich habe halt immer so manchmal den Eindruck, dass man bei uns an manche Dinge mit einer gewissen verträumten Romantik rangeht. Und sagt, man möchte eine heile Welt, aber die kostet halt auch was. Und wir müssen halt bereit sein, den Preis zu zahlen. Und gerade wenn man in die Energiefrage geht, wenn man sich so wie man also die Energiewende momentan also oder bei uns lang diskutiert hat, war es immer klar, was man eigentlich nicht will. Also wenn man sagt, wir wollen Windenergie ausbauen, dann kommt 10H und man sagt, das will man nicht. Wenn man Wasserkraft ausbauen möchte, dann kommen Naturschützer, die sagen, ja, das geht erst gar nicht, weil also den Fluss verbauen wollen wir auch nicht. Photovoltaik verbaut also die Aussicht also und hat auch dann also negative Nachteile. Also Kernenergie wollen wir auch nicht, Ölkraftwerke wollen wir auch nicht, Gaskraftwerke auch nicht. Und aber dann bleibt irgendwo die Frage, wo kommt der Strom dann her? Also wir müssen in Deutschland endlich mal auch umdenken und sagen, wo wollen wir die Energie hernehmen, um unseren Wohlstand und unsere Wirtschaft und unsere Sicherheit auch festzustellen. Also das, was mir manchmal fehlt, ist einfach der positive Ansatz in dem Ganzen. Also weil wir können nicht also das Ganze retten, indem wir sagen, naja, wir nehmen da uns halt alle ein bisschen zurück. Das passiert ja auch nicht. Weil es wäre auch eine Sache, wenn man sagt, ja, wir wollen Energie einsparen, das wäre auch etwas, dass man dann aber von seinen eigenen persönlichen Bedürfnissen dann letztlich also zurücksteckt. Das passiert in der Regel auch nicht. Also, und von so bleibt nur die Frage, wo kommt der Strom her? Und das andere ist natürlich, wenn wir auch die Mobilität auf Elektromobilität umstellen wollen, das ist ja nochmal ein gigantischer Schluck aus der Energiepulle, die ja auch irgendwo dann gelöst werden muss. Also und da stellen sich auch mir also Fragen, ob der Weg, den wir momentan gehen, also in Europa und auch Deutschland, ob der also zum Ziel führen kann, wenn man nicht also da nicht nur eine Schippe drauflegt, sondern also noch mehrere oder sagen wir mal ein paar Scheite nachlegt im Ofen. Also das, da müssen wir also wirklich rangehen. Und eines, was mich auch also ärgert, ist, dass wir nicht technologieoffen an das rangehen. Wenn ich gerade auch die Automobilindustrie anschaue, wo ich sage, also ein Aus für den Verbrennermotor und alles auf E-Mobilität umstellen. Das heißt, ich schließe eine Technologiesparte von vornherein aus, die ich aber auch weiterentwickeln könnte. Denn also ein Wasserstoffmotor also ist auch ein Verbrennermotor, streng genommen. Also und von so her darf ich also nicht technologiefeindlich an die Sachen hingehen, sondern mit einer Technologieoffenheit. Die Technologien müssen halt eine Nachhaltigkeit haben, sollen auch CO2 und klimaneutral sein. Aber ich, da vertraue ich auch auf unseren ja, Erfinder- und Ingenieurskunst, die wir also in Deutschland haben. Aber da ist, glaube ich, noch nicht alles ausgereizt. Und eines, was natürlich bei uns auch uns immer wieder auf die Füße stellt, wenn wir sagen, auf der einen Seite Klimaschutz, Umweltschutz und Energieversorgung. Und das wird alles immer sozusagen gegeneinander gesehen und nicht miteinander gesehen. Denn also sagen wir, wenn der Klimaschutz im Vordergrund steht, dann muss ich schauen, wie kann ich das bekommen, darf aber dann den Klimaschutz nicht am Umweltschutz scheitern lassen. Und das Gleiche ist auch, wenn ich also
den letztlich auch sozialen Frieden in unserem Land wahren will, dann brauche ich auch den Wohlstand. Also, und den muss ich dann auch noch hinkriegen. Also Sie sehen, es sind da sehr viele Fragen noch offen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Weg, den also die jetzige Bundesregierung eingeschlagen hat, ob das der Weg ist, der da ans Ziel führen wird. Denn also wenn ich habe es vorher gesagt, wenn die Energiepreise weiter steigen, dann kommen wir sehr schnell in eine soziale Frage hinein und auch also in die Frage letztlich, also wie wettbewerbsfähig sind wir auf dem internationalen Markt.